Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Lisa Bernstein und ich vertrete heute die Dissertationsstelle. Wir sind an der Universitätsbibliothek ansässig und wollen Ihnen heute vorstellen, wie Sie nach der wissenschaftlichen Aussprache Ihre Dissertation veröffentlichen können. Erstmal ganz allgemein zu uns. Wir sind ein zweiköpfiges Team und beraten Sie gerne zu formalen und rechtlichen Anforderungen für die Veröffentlichung. Wir prüfen, ob alle Anforderungen eingehalten wurden. Dazu beraten wir Sie auch. Bei Online-Veröffentlichung von Dissertationen prüfen wir auch die Dateien, zum Beispiel, ob sie langzeitarchivierbar sind oder bearbeiten die Dateien auch teilweise. Für Sie ganz wichtig, wenn Sie jetzt Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin an der TU Berlin sind und promovieren, wir stellen die Empfangsbestätigung aus. Das ist das wichtige Dokument, was Sie brauchen, um dann Ihre Promotionsurkunde zu erhalten. Pro Jahr veröffentlichen wir ungefähr 400 bis 500 Dissertationen. Nur, dass Sie das als Einordnung wissen, wie viele Prozesse wir ungefähr gleichzeitig betreuen immer. Und wir weisen die Dissertationen, die veröffentlicht wurden, dann auch in einschlägigen bibliografischen Datenbanken nach, wie zum Beispiel der Dissertationsdatenbank der TU Berlin. Was ist jetzt der rechtliche Rahmen für unsere Arbeit und auch für Ihre Promotion an sich? Das ist natürlich die Promotionsordnung der TU Berlin, genauer der Paragraph 9. Und darin steht, dass die Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen ist. Genauer steht dort, dass die vom Promotionsausschuss genehmigte Fassung, also die Fassung Ihrer Dissertation, in der Sie alle Änderungen, die vom Promotionsausschuss gefordert wurden, umgesetzt haben, innerhalb von 12 Monaten nach der wissenschaftlichen Aussprache an der Universitätsbibliothek entsprechend der Vorgaben abzuliefern ist. Diese 12-Monatsfrist kann auch in Ausnahmefällen verlängert werden. Das müssen Sie einfach bei der Fakultät beantragen. Grundsätzlich stehen Ihnen drei Veröffentlichungswege nach der Promotionsordnung zu, zwischen denen Sie wählen können. Es gibt einmal den klassischen Dissertationsdruck. Da ist es nötig, dass Sie 15 Druckexemplare abgeben von Ihrer Dissertation. Das ist sozusagen der alte oder altbekannte Weg. Darüber hinaus benötigen wir von Ihnen für die Kataloganreicherung, zum Beispiel für Primo, Abstracts, deutsche und englische, und das Inhaltsverzeichnis als PDF-Datei. Das wäre ein ganz klassischer Weg der Dissertationsveröffentlichung. Außerdem können Sie auch zum Beispiel bei einem externen Verlag Ihre Dissertation veröffentlichen. Das heißt, Sie gehen in Kontakt mit einem Verlag, kommen in Verhandlungen und können Ihre Dissertation dort über einen externen Verlag veröffentlichen. Dann ist es für uns wichtig, dass wir am Ende dieses Prozesses drei Verlagsexemplare von Ihnen erhalten, die wir in unseren Bestand aufnehmen. Und auch hier benötigen wir für die Kataloganreicherung Abstracts und das Inhaltsverzeichnis. Der am häufigsten gewählte Weg ist der der Online-Veröffentlichung. Das können Sie sehen, 78% der Promovierenden entscheiden sich für diesen Weg. Da wird eine PDF-Datei Ihrer Dissertation auf dem Repositorium der TU Berlin, Deposit Once, online veröffentlicht. Es ist also sehr gut sichtbar. Und wir benötigen in diesem Fall nur ein Printexemplar, das ausgedruckt und gebunden wurde. Es ist also ein bisschen kostengünstiger als zum Beispiel der erste Weg, vielleicht auch ein bisschen schneller als der zweite Weg mit der Verlagsveröffentlichung. Aber bei der Online-Veröffentlichung sind verschiedene Prüfungsprozesse notwendig, dass die Datei zum Beispiel langzeitarchivierbar ist, also einen bestimmten Status hat, PDFA-Status. So etwas muss geprüft werden. Metadaten brauchen wir. Also da braucht der Prüfprozess vor der Online-Veröffentlichung etwas länger. Nur, dass Sie das einschätzen können vom Zeitaufwand ungefähr. Jetzt wechsle ich einmal zu unserer Webseite. Und zwar finden Sie die, wenn Sie auf der Startseite sind, unter dem Reiter Forschen und Publizieren, Dissertation veröffentlichen. Hier ist nochmal alles Wichtige zur Dissertationsstelle zusammengefasst. Sie haben auch die Möglichkeit, einen individuellen Beratungstermin zu buchen, zum Beispiel telefonisch oder in einem Online-Meeting.
Außerdem finden Sie hier unsere Kontaktinformationen. Wir stehen gerne per Telefon und E-Mail auch jederzeit zur Verfügung für Anfragen. Und für Sie jetzt ganz relevant ist, dass wir Ihnen hier in drei Checklisten alle wichtigen Informationen zusammengefasst haben. Also je nach Veröffentlichungsweg, den Sie wählen. Wenn Sie zum Beispiel sich für eine Online-Veröffentlichung entschieden haben, kommen Sie hier zu einer Checkliste, in der Sie genau chronologisch vorgehen können, dass Sie Ihre genehmigte Fassung vorbereiten, dass Sie das Dissertationstitelblatt erstellen, und Sie finden hier wichtige Vorlagen oder Anleitungen und haben alles zusammengefasst, was Sie für den Prozess brauchen. Genau, so sieht das auf unserer Webseite aus. Es gibt jeweils noch eine Checkliste für die Abgabe im klassischen Dissertationsdruck oder für Verlagsexemplare und auch eine gesonderte für kumulative Dissertation. Die ersten Schritte sind für Sie also ganz konkret. Nach der wissenschaftlichen Aussprache sollten Sie Ihre genehmigte Fassung erstellen, also alle geforderten Änderungen umsetzen in einer Datei. Dann sollten Sie Ihr Dissertationstitelblatt aktualisieren bzw. an das aktuell gültige Mustertitelblatt anpassen. Da kursieren an den Fakultäten teilweise ein paar ältere Versionen. Sie sollten sich wirklich an das aktuelle Mustertitelblatt halten. Und das weicht ein bisschen ab von dem Titelblatt, was Sie verwendet haben vor der wissenschaftlichen Aussprache, als Sie Ihre Dissertation eingereicht haben. Dann sollten Sie sich natürlich zunächst für eine der drei Veröffentlichungsarten entscheiden. Und ganz wichtig und grundsätzlich ist, dass Sie Ihre Dissertation erst nach Aufforderung oder Freigabe durch uns, also nachdem Sie mit uns in Kontakt standen, ausdrucken lassen sollten. Einfach um Geld zu sparen. Teilweise sind noch Änderungen am Dokument notwendig, zum Beispiel am Titelblatt. Und es wäre ja sehr ärgerlich, das schon auszudrucken und dass dann Kosten entstehen, wenn das nochmal neu gedruckt werden muss. Hier habe ich nochmal ganz kurz zusammengefasst, was die ersten Schritte sind, je nach Veröffentlichungsweg. Wenn Sie sich für eine Online-Veröffentlichung entscheiden, sollten Sie also eine PDF-Datei mit Ihrer Dissertation für die Veröffentlichung vorbereiten. Das heißt, die sollte diesen PDF-A-Status erhalten. Das muss dann speziell konvertiert werden. Die Anleitung dafür habe ich Ihnen hier in der Tabelle noch verlinkt. Dann sollten Sie sich auf Deposit Once anmelden, also auf dem Repositorium. Da starten Sie eine Submission. Sie können sich dort anmelden mit Ihrem aktiven TU-Account, also wenn Sie eine noch aktive TU-E-Mail-Adresse haben und darauf zugreifen können. Dann können Sie sich bei Deposit Once registrieren. Manchmal ist es so, dass Sie keine aktive Adresse mehr haben. Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an die folgende Adresse, die hier abgebildet ist, und bitten um einen Gast-Account, den können wir vergeben, das ist kein Problem. Dann erstellen Sie in Deposit Once eine Submission, in der Sie Metadaten eintragen. Sie bekommen da leere Masken, in die Sie verschiedene Daten zu Ihrer Dissertation einfügen, auch die Datei einfügen, und dann reichen Sie die Submission ein. Die ist dadurch noch nicht online veröffentlicht, sondern wir erhalten eine Benachrichtigung, dass eine neue Submission eingereicht wurde, prüfen diese und geben Ihnen eine Rückmeldung. Also die Rückmeldung von uns abwarten, Sie bekommen sie per E-Mail und dann gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Bei dem Ausfüllen der Metadaten können Sie sich gerne an online veröffentlichten Dissertationen Ihrer Kolleginnen orientieren. Also zum Beispiel, wenn Sie Keywords angeben sollen oder eine bestimmte Klassifikation für Ihren Fachbereich auswählen sollen, da können Sie gerne in Deposit Once von Vorgängerinnen und Vorgängern von Ihnen schauen, was die an der Stelle gewählt haben als Orientierung. Beim klassischen Dissertationsdruck sollten Sie eine PDF-Datei erstellen, in der Ihre Abstracts enthalten sind, Englisch und Deutsch, und eine weitere PDF-Datei mit dem Inhaltsverzeichnis. Hier habe ich auch nochmal die Checkliste verlinkt mit allen wichtigen Informationen. Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an diese Adresse, kündigen an, dass Sie planen, im klassischen Dissertationsdruck zu veröffentlichen, schicken uns Ihr Dissertationstitelblatt und eben die Abstracts und das Inhaltsverzeichnis mit im Anhang und warten unsere Rückmeldungen ab. Gegebenenfalls sind Anpassungen notwendig.
Wenn Sie sich für den dritten Weg entscheiden, sollten Sie zunächst einen Verlag wählen. Da haben wir in der Checkliste auch noch Informationen für Sie zusammengefasst. Für uns und Sie ist an der Stelle sehr wichtig, ob der Verlag im Zuge des Veröffentlichungsprozesses fordert, dass der Titel geändert werden muss für die Verlagsveröffentlichung. Das muss nämlich von der Fakultät genehmigt werden. Das müssen Sie beachten. Und bei der Verlagsveröffentlichung ist auch eine Impressumsangabe notwendig, in der hervorgeht, dass es sich um eine ursprüngliche Dissertation an der TU Berlin handelt. Alle weiteren Informationen finden Sie da in der Checkliste unter Punkt 3. Wenn Sie mit dem Verlag im Gespräch sind, das konkreter wird, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, in der Sie das auch ankündigen, uns das Dissertationstitelblatt mitschicken und gegebenenfalls eine Titeländerung ankündigen. Sie erhalten dann von uns eine Rückmeldung und wir brauchen später von Ihnen auch noch eine PDF-Datei mit den Abstracts und dem Inhaltsverzeichnis. Das können Sie uns auch gerne schon bei der ersten E-Mail mitschicken. Dann habe ich hier noch ein paar Tipps für die Online-Veröffentlichung. TU-Angehörige mit einem aktiven TU-Account können ein kostenloses Tool nutzen, was hier auch nochmal verlinkt ist. Hier drüben sehen Sie, wie das dann aussieht, wenn man eingeloggt ist. Also Sie können sich mit Ihrem TU-Account einloggen, können eine PDF-Datei hochladen, können hier prüfen, ob diese schon PDFA-konform ist, also dem Standard für die Langzeitarchivierung entspricht oder nicht und können das auch hier in diesem zweiten Feld konvertieren, eine Datei. Also wenn Sie nicht aus einem Programm heraus eine PDFA-konforme Datei erstellen wollen, können Sie mit diesem Tool nachträglich eine PDF-Datei PDFA-konform machen. Wenn das geklappt hat, sieht das hier so aus, dass Sie so einen grünen Haken haben und unten sehen, was alles korrigiert wurde. Ganz wichtig ist, wenn Sie dieses Tool genutzt haben, dass Sie nach der Konvertierung Seite für Seite trotzdem nochmal Ihre Datei prüfen, ob eventuell Formatierungsfehler aufgetreten sind. Das kann in seltenen Fällen passieren. Ansonsten habe ich hier auch nochmal unsere Anleitung zur Erstellung einer PDFA-Datei und zur Fertigstellung der Datei verlinkt, wie Sie das auch aus anderen Programmen, zum Beispiel aus Word oder LaTeX heraus, machen können. Mit dazugepackt. Für die Online-Veröffentlichung ist auch relevant, dass Sie für Ihre Dissertation einen bestimmten Lizenztyp auswählen. Sie können entweder freie Lizenzen vergeben für Ihre Dissertation, das wären die hier vorne, die Creative Commons Lizenzen, oder Sie sagen, Sie möchten Ihre Arbeit nicht unter einer freien Lizenz veröffentlichen. Das würde also in Copyright entsprechen nach deutschem Urheberrecht. Wenn Sie eine freie Lizenz wählen, geben Sie sozusagen an, dass Sie der Allgemeinheit bestimmte Nutzungsrechte einräumen, die über eine Veröffentlichung in Copyright hinausgehen. Wundern Sie sich nicht, in Deposit Ones ist es so, dass in der Pick-Liste noch viele weitere Lizenztypen enthalten sind, die sind aber nicht für Dissertationen relevant. Weitere Infos zu den Creative Commons Lizenzen finden Sie auch hier unten über den Link. Die Lizenztypen müssen Sie auch in einer Einverständniserklärung ankreuzen, die wir beim Prozess der Online-Veröffentlichung von Ihnen ausgedruckt und im Original unterschrieben benötigen, damit wir die rechtliche Grundlage haben, eine Online-Veröffentlichung durchzuführen. Also da müssten Sie das auch nochmal ankreuzen und uns einreichen im Original. Auch auf kumulative Dissertationen wollte ich eingehen heute kurz. Ganz generell, worum geht es da? Es geht darum, dass in der Dissertation einzelne veröffentlichte oder zur Veröffentlichung eingereichte Arbeiten mit enthalten sind. Das heißt, diese müssen in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Es braucht eine gemeinsame Einleitung und abschließende Diskussion. Und dann handelt es sich um eine kumulative Dissertation. Beachten Sie dabei, dass die Fakultäten unterschiedliche Ausführungsbestimmungen haben, wie viele Paper drin enthalten sein dürfen in der kumulativen Dissertation, ob diese veröffentlicht sein müssen bereits oder ob es auch okay ist, wenn es sich um ein Preprint handelt. Da sollten Sie in den Ausführungsbestimmungen der Fakultäten nochmal nachschauen. Das habe ich hier unten auch verlinkt.
Für die Dissertationsstelle oder für die Veröffentlichung Ihrer Dissertation ist jetzt Folgendes unterschiedlich bei kumulativen Dissertationen. Hier sind also Paper enthalten, Artikel enthalten, die schon einmal veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung eingereicht sind. Das heißt, es muss nochmal genauer geprüft werden, unter welchen rechtlichen Bedingungen die Verwendung der jeweiligen Aufsätze in der Dissertation von den Verlagen gestattet ist. Da haben meine Kolleginnen vom Open Access Team eine schöne Übersicht zusammengestellt, wo Verlagspolicies größerer Verlage gesammelt sind, welche Aussagen die dazu getroffen haben zur Veröffentlichung von Artikeln im Rahmen von Dissertationen. Gegebenenfalls ist es zum Beispiel von Verlagen gefordert, dass eine bestimmte Phrase vor den Artikeln mit eingebunden wird in der Dissertation. Zum Beispiel könnte das so aussehen, dass dann so eine Phrase mit dabei stehen muss. Und was für Sie auch relevant ist, ist, dass Sie sich nochmal das Einverständnis der Co-AutorInnen einholen sollten. Das müssen wir nicht sehen, aber das sollten Sie für sich einholen und abspeichern. Die Anforderung, die wir also stellen, ist, dass in Ihrer Dissertation dann eine Publikationsübersicht enthalten sein sollte, zusätzlich, in der die vollständigen bibliografischen Angaben enthalten sind, in der Sie angeben, welche Versionen der Artikel Sie eingebunden haben, also den Preprint oder den Postprint oder die Verlagsversion. Außerdem sollte daraus ersichtlich werden, an welcher Stelle oder in welchem Kapitel die Artikel zu finden sein werden. Und falls vorhanden, sollte auch der DOI mit angegeben werden. So, als kurzes Fazit. Nutzen Sie unsere Webseite, nutzen Sie die darin enthaltenen Checklisten, dann erhalten Sie alle notwendigen Informationen. Sie können uns gerne bei weiteren Fragen kontaktieren. Bei der Online-Veröffentlichung, nochmal kurz zusammengefasst, sollten Sie eine Submission einreichen und unser Prüfergebnis oder weitere Hinweise abwarten. Wenn Sie sich für den klassischen Dissertationsdruck oder die Verlagsveröffentlichung entscheiden, sollten Sie uns per E-Mail kontaktieren, damit wir schon mal Ihr Dissertationstitelblatt und die PDF-Datei mit den Abstracts und dem Inhaltsverzeichnis prüfen können, Ihnen Rückmeldung geben können, bevor Sie drucken. Genau, bitte immer erst nach Aufforderung drucken, um Fehldrucke zu vermeiden. Hier habe ich nochmal unsere wichtigsten Kontaktinformationen zusammengestellt. Dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Also das ist sehr unterschiedlich. In seltenen Fällen wird zum Beispiel eine Online-Veröffentlichung nach einer Verlagsveröffentlichung nochmal vorgenommen. Bei manchen Verlagen ist es ja nur eine Printveröffentlichung oder es ist sowieso schon hybrid. Also es gibt schon eine Online-Veröffentlichung. Generell ist es so, dass wenn Sie eine Verlagsveröffentlichung anstreben, dass es für manche Verlage ein Problem sein könnte, wenn die Inhalte vorher schon online veröffentlicht sind. Also da sollten Sie mit den Verlagen auf jeden Fall in den Austausch gehen. Manchmal gibt es so viele Änderungen, die vom Verlag gefordert werden, dass es sinnvoll ist, erst die Dissertation zu veröffentlichen, um die Promotionsurkunde erhalten zu können und dann nochmal die Inhalte der Dissertation nochmal über einen Verlag zu veröffentlichen. Das Recht haben Sie jederzeit. Also wir haben nur die Rechte, das zu veröffentlichen, aber Sie können die Inhalte Ihrer Dissertation jederzeit nochmal an anderer Stelle veröffentlichen. Wenn es erstmal keine weiteren Fragen gibt, hatte ich mir eine kleine Übung überlegt. Falls Sie Lust haben mitzumachen, können Sie gerne Ihr Mikrofon aktivieren. Und zwar gibt es ja dieses schöne Mustertitelblatt für das Dissertationstitelblatt. So sieht das aus, dieses Mustertitelblatt. Und ich habe hier einfach mal exemplarisch ein Titelblatt gebaut, auf dem die üblichsten kleinen Abweichungen vom Mustertitelblatt enthalten sind, die wir dann anmerken würden, dass da etwas nochmal abgeändert werden müsste. Vielleicht haben Sie Lust, mal zu gucken, welche Stellen Ihnen abänderungswürdig vorkommen. Dann können Sie gerne Ihr Mikrofon aktivieren oder in den Chat schreiben. Keine Ahnung, wir können das gern 3 Minuten einfach mal angucken
und dann darüber reden, was Sie daran korrigieren würden, wenn Sie darauf Lust haben. Hier vor Ort haben wir einiges vorgelegt, ist großgeschrieben statt kleingeschrieben. Ja. Genehmigte Fassung statt genehmigte Dissertation steht anscheinend irgendwo. Und in genehmigt ist ein Rechtschreibfehler, was auch mal wunderschön ist auf dem Titelblatt. Genau, da versuchen wir auch immer die Konzentration hochzuhalten, dass uns so etwas auffällt. Ja. Gibt es noch irgendwelche Stellen, die ein bisschen abweichen? Der Template-Titel im Word-Format wird hier gesagt. Das Blaue. Genau, also da gibt es von uns keine Vorgaben. Das kann auch in Großbuchstaben dort stehen. Das ist wirklich die, ich nenne es jetzt mal die künstlerische Gestaltung. Wir müssen den, also der Dissertationstitel muss tatsächlich exakt so bleiben, wie er bei der Fakultät angemeldet wurde. Auch mit allen Fehlern oder, also auch wenn wir da vielleicht innerliche Änderungen vornehmen würden, das muss wirklich exakt dem entsprechen, wie die Dissertation damals bei der Fakultät angemeldet wurde. Änderungen müssen immer beantragt werden bei der Fakultät. Das kann sie gerne, das ist auch freies Ermessen, genau wie sich als Doktorin der Philosophie zu bezeichnen. Da gibt es keine Begrenzung, das kann jede Person frei wählen. Ich hatte noch drei wichtige Punkte. Hier gibt es die Angabe, geboren in Buxtehude. Das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr notwendig, so eine Angabe zu machen. Das wird inzwischen weggelassen, war aber lange üblich. Stattdessen kann man, falls man sich registriert hat, hier die ORCID angeben. Also das wird oft noch gemacht, wo wir etwas dazu dann sagen, dass das nicht sein muss, also nicht mehr gemacht wird. Außerdem ist es wichtig, dass immer Berlin und das aktuelle Jahr hier unten steht. Also vielleicht wohnt die betreffende Person in Hamburg oder hat dort auch am meisten geforscht, aber es wird an der TU Berlin veröffentlicht. Deswegen sollte hier unten immer Berlin und das aktuelle Jahr stehen. Was auch ein Punkt ist, ist, dass der Monat am besten ausgeschrieben werden sollte, um das international besser verständlich zu machen beim Datum der wissenschaftlichen Aussprache. Und ein schöner, naja, es ist kein absolut formaler Fehler, aber es wurde erst spät geändert, dass es jetzt an der Fakultät heißen muss und nicht mehr von der Fakultät. Das ist auch oft anders, weil Titelblätter verwendet wurden, die noch an den Fakultäten umherschwirren. Genau. Gut, dann hoffe ich, das hat Ihnen ein bisschen einen Einblick gegeben in unsere Arbeit und auch in ja, unseren Arbeitsalltag jetzt mit der letzten kleinen Übung. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und falls jetzt noch Fragen aufgetaucht sind, sehr gerne, können Sie dir sehr gerne stellen.